Heute sind wir auf meinem Community-Server unterwegs und ich möchte euch hier die Base von Catkin zeigen. Catkin führt uns durch seine Base und hat auch die eine oder andere Überraschung für uns bereit. Casa del Catkin, Eingang. Ja, schick. Na, ich bin genau, gespannt. Genau, weil wenn man nicht weiß, wo der Eingang ist, kann man sich ein wenig verlaufen in dem Säulendschungel, den du ja siehst. Ja. Da es schwierig ist, in dem Gebiet eine gerade Ebene zu finden, ist das die perfekte Bauweise, um sich eine Menge Fundamente zu sparen, um eine gerade Fläche zu bekommen. Okay. So, das ist mein Eingangsportal. Mhm. Bisschen Deko, bisschen freundlich. Und du hast auch die Plattform... Achso, ich versuche die Tür aufzumachen, so ein Quatsch. Nein. Genau. Komm herein. Ja, mein Innenhof. Links die Fleischproduktion. Ja. Da ich es gerne ein bisschen grün habe, ein paar Felder mit Bäumen. Immer eine nette Deko. Groß ist die. Sehr groß. Ja. Wie viel Lagerfeuer hast du hier verbraucht? Eines. Eins. Eins, genau. Aber ziemlich genau von einem Ende bis zum anderen. Das ist da am Rand meine Produktionsstätten. Ja. Und da es hier in der Gegend keine wirklichen Gegner gibt, ja, einfaches Ressourcensammeln für meine Mitarbeiter. Wir sind hier im Anfangsgebiet. Das hat eben genau den Vorteil, dass du hier keine Perch bekommst. Gut, dann haben wir hier das Lagerfeuer mit den Bänken drumherum, weil dann sieht man immer sofort auf einen Blick, wer gerade arbeitslos ist. Wie viele NPCs hast du jetzt hier, die für dich arbeiten? Ich habe im Moment 11 aktive. Ah nein, 13, weil ich habe 2 hergegeben, die sitzen aber noch da für meine Clan-Mitglieder. Okay. Also mit, ja, mit 10 brauche ich mindestens, damit die Base läuft. Und da ich ja keine Purchase habe, spare ich mir die Kämpfer. Darum ja. Brauche ich nicht so viele wie andere. Ja. Gut, willst du als erster das Dach sehen oder den Mittelraum? Den Mittelraum. Gut, dann einmal die Haupthalle. Alles benannt hier. Ja. Mit links der Küche. Gesammelt mit Lager- und Verarbeitungsgeräten. Mhm. Und einer kleinen Terrasse mit toller Aussicht. Oh ja, da hat man wirklich einen tollen Blick. Genau, dann eine große Halle mit viel Platz, damit die Leute nicht stacken. Weil viele haben bei engen Gängen oder so das Problem, dass die Leute stecken bleiben. Und viele Kisten, das wird alles automatisch reinverteilt. Ich muss mich praktisch um nichts mehr kümmern. Und hinten kommen wir dann in den Metallverarbeitungsbereich praktisch. Rüstungen, Waffen, Erze und ja, die 2 Deko-Tische, Maske. Und dann zum Schluss, ganz fein, da kann man sich für jede Situation das Rüstungsset vorbereiten, dann braucht man nicht immer ewig rum. Und dann das Schlafzimmer. Nutzen deine NPCs die Betten? Ja, gelegentlich. Okay. Dann habe ich hinten einen kleinen Hintereingang. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber damit man nicht immer außen rumrennen muss. Mhm. Weil da unten gibt es eine kleine Ruine, da hole ich meine Edelsteine. Geht's von hier wieder raus, direkt zum Haupteingang. Mhm. Weil ich mag es nicht, wenn man lang rennen muss. Und dann habe ich hier links noch meinen Stall. Ja, nett gemacht. Ah, der ist mit kleiner... offen. Ja. Okay. Ja, eine Dachluke, damit es in die Wassertränke reinregnen kann. Ah, I see. Aber sonst relativ geschützt. Hier vielleicht noch meinen Dekobaum, den ich unten eingemauert habe, damit man direkt ein schönes bisschen Grün hat, der nicht gefällt wird von meinen Arbeitern. Na, da, faule Mitarbeiter, gehen morgens schon baden. Ich mag das, wenn man nicht gleich irgendwo was im Gesicht hat, wenn man durch ein Portal geht. Drum ein großer Innenhof. Ich bin ein Riesenfan von Gemüse am Dach. Nice. Dadurch werden natürlich auch die Laufwege von dem Arbeiter reduziert, wenn man das nicht alles über die ganze Base verteilt hat. Du bist ja in eurem Clan eigentlich derjenige, der sozusagen auch viel eher mit
Base-Building macht und mit dem ganzen Gartenbau und so. Und produzierst du dann hier auch Sachen für die anderen oder nur für dich? Ja, nein, für alle, für den ganzen Garten. Also primär produziere ich Medizin und Barfood. Okay. So, dann, jetzt haben wir wunderbare Dämmerung. Das heißt, die Lichteffekte werden jetzt richtig schön. Ich habe hier nochmal eine kleine Aussichtsterrasse. Da hat man zwar ein bisschen Blätter, aber mit dem richtigen Winkel hat man auch da eine schöne Aussicht. Ja, sehr schön. Und sobald es dunkel wird, wirst du sehen, die Lampen hier oben, links davon siehst du einen, die leuchten dann schön und blinken. Ja, in der Nacht ein wunderbarer Effekt, weil die auch nicht so hell leuchten, dass man geblendet wird. Und ich finde das so für als Außenbeleuchtung einen schönen Effekt mit dem kleinen Lampen. Und man muss sie nicht nachfüllen, das ist ein Riesenvorteil. So, dann hier ist noch ein bisschen Platz, da kommen dann, sobald ich den nächsten Level habe, Windräder, habe ich mir hier gedacht. Genau, meine Fischzucht, die produziert, also die ernähren sich von Fisch und damit produzieren sie sich praktisch oder reproduzieren sie sich selbst und kann damit seine Panther füttern, ohne dass es an Aufwand gibt. Und jetzt geht's in das, was mir persönlich am besten gefällt, meine kleinen Baumterrassen. Einmal in diese Richtung, da ist mehr Berg, Dschungel, also jetzt nicht so viel zu sehen, aber man sieht hier von oben schön in die Base runter. Es ist noch ein bisschen zu hell fürs Licht, aber ja, es passt die Sonne schon. Geht gerade unter. Sonnenuntergang ist immer schön bei mir. War es kompliziert, hier diese Plattformen zu bauen? da es ja snappen sollte, musste man als erster mit den Baumplattformen mal von unten nach oben stacken, damit man halt die richtige Höhe hat. Und es ist ein bisschen Fuzelei. Aber nicht die schwerste Sache, die man machen kann. Also wenn man es mal raus hat, dann eigentlich relativ easy, weil man kann auch mit Treppen oder so direkt, also erst die Treppe und dann snappt die Plattform am Baum. Und jetzt siehst du auch schon, die Lampen fangen jetzt an, ihr Leuchten zu entfalten. Ja. Ja, wenn Soul Mask uns jetzt noch ein bisschen mehr Deko spendieren würde. Hm? Ja, das ist der Hit, ja. Hier sieht man dann auf den Fluss runter, je nachdem in welcher Stimmung man ist, schaut man sich den See oder den Fluss an. Da geht gerade jemand ernten. Ja, genau, das ist das Arbeitsgebiet meiner Leute. Und dann geht's hier wieder runter, direkt übers Dach. Ja, das ist ein bisschen nebelig, kann das sein? Ja, naja, im Regenwald. Ja, ja, das ist perfekte Wetter für Aufnahmen, wenn man nichts sieht. Wo gehe ich denn jetzt hier runter? Am Dach, genau. Okay. Ah, jetzt, ja. Genau. Ja, sehr schön. Ein kleiner Rundgang. Sehr und schön. Es gibt noch eine Geheimtür, beziehungsweise einen Geheimraum. Was ist mit deinem Alpaka? Da ich das nicht reite, habe ich das freigelassen und das rennt da jetzt als Hausalpaka einfach in der Gegend rum. Also was heißt freigelassen? Es gibt die Option freilassen, das heißt, es kann sich dann frei bewegen. Ah, okay. Sehr schön. Weil ich dachte zuerst, freilassen heißt in die Wildnis entlassen. Weil ich es nicht töten wollte, das hatte ich nicht übers Herz gebracht. Ja. Aber hat sich rausgestellt, das Freilassen heißt nur, dass es frei im Radius des Feuers sich bewegen kann. Hey, das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Ja, Gloria hat da mit ihrem Hausschwein angefangen. Und jetzt habe ich ein... Ich finde den Namen einfach viel zu geil, als dass ich ihn nicht da rumrennen lassen könnte. Den Namen können wir jetzt hier nicht sehen. Es heißt El Pacacino. Ah, El Pacacino, okay. Von El Pacino und ja. So, hier in der Küche gibt's einen Geheimraum. So. Hinter den Kisten. Ah. So, warte. Ich mach die auf. Geht relativ schnell zu. Ja, da habe ich meine kleinen, also zwei private Kisten, ein Bett, einen kleinen Bergbrunnen mit Bergquelle, das beste Quellwasser auf der ganzen Map. Jawohl. Kleines Lagerfeuer und meinen Tisch. Sehr schön. Ja. Was für ein Tisch? Achso, den Steintisch meinst du? Den Steintisch, ja. So. Und wenn man zu groß ist, muss man sich ducken, um durchzukommen.
Aber ich fall da jetzt nicht rein, ja, genau. Okay. Nein, nein, weil ja PvP ausgeschaltet ja, ist. Ja, genau. Genau, das ist... Gute Idee, ja. Ja, und zwei, beim Eingang habe ich, sind auch zwei Fallen. Das ist, wenn da Feinde kommen, also ich meine, es kommen keine, aber mir taugt es einfach. Okay. Und da unten sind halt dann noch diese Stachelfallen drinnen. So, dass, das heißt, wenn da jemand reinfällt, ja, ja, war es das eigentlich für ihn. Ja, sehr schön. Schön gebaut. Und beim Hintereingang gibt es das auch, ja. Das war also die Casa del Katkin, die wir uns angeguckt haben. Und die kriegt einen Daumen hoch von mir. Jawohl. Können wir gleich die neuen Emotes hier ausprobieren.